Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine lieben Astrofotografie-Begeisterten. Heute gibt es mal ein anderes Video, und zwar ein Tutorial zu Deep Sky Stacker. Denn wie ihr wisst, nimmt man in der Astrofotografie nicht ein einzelnes Bild auf, sondern viele einzelne Bilder, die man später zu einem Bild zusammenfügt, um das Signal-Rausch-Verhältnis zu verbessern. Und wie das funktioniert, werde ich euch heute zeigen. Deep Sky Stacker ist eine Software für Windows, die ihr gratis herunterladen könnt. Ich habe euch den Link unter das Video gesetzt, falls ihr die Software noch nicht besitzt. Ja, und wenn ihr Deep Sky Stacker heruntergeladen und installiert habt, dann seht ihr diesen Bildschirm hier. Was ihr jetzt als allererstes machen solltet, ist eure sogenannten Light Frames öffnen. Das sind die Bilder von dem Ziel, das ihr in der Nacht fotografiert habt. Also zum Beispiel die Andromeda-Galaxie oder in meinem Fall der Iris-Nebel. Und um das zu tun, klickt ihr hier oben auf Light Frames öffnen und sucht den Ordner, in dem ihr eure Light Frames gespeichert habt. Meine Light Frames sind FITS-Files, weil ich meine Fotos mit einer Astro-Kamera gemacht habe. Wenn ihr mit einer Spiegelreflexkamera zum Beispiel fotografiert, dann solltet ihr immer in RAW aufnehmen. Und genau, die markiert ihr jetzt alle. Und dann klickt ihr auf Öffnen. Dann öffnet Deep Sky Stacker automatisch all eure Light Frames. Und jetzt seht ihr, die sind jetzt hier unten drin in dieser Tabelle. Und komischerweise werden die Light Frames aber noch nicht registriert. Das heißt, hier unten bei Light Frames steht immer noch 0. Was ihr jetzt machen könnt, ist, ihr könnt natürlich auf die Kästchen drücken und jedes Bild einzeln auswählen. Das dauert aber natürlich sehr lange und ist nicht Sinn der Sache. Deshalb geht ihr einfach hier oben auf Alle auswählen. Jetzt sind automatisch alle Light Frames ausgewählt. Ihr könnt hier sehen, jetzt steht hier 93. Und dann müsst ihr nicht jedes einzeln anklicken. Okay, wenn ihr soweit seid, dann müsst ihr auf Ausgewählte Bilder registrieren gehen. Und wir werden die Bilder noch nicht stacken, wir möchten sie nur registrieren. Das bedeutet, ihr müsst jetzt das Häkchen nach der Registrierung stacken wegmachen. So wie ich jetzt. Wenn ihr das habt, dann geht ihr hier oben auf Erweitert. Und hier gibt es jetzt einen Sternenerkennungsschwellenwert. Das bedeutet, die Software wird jetzt nach Sternen in eurem Bild suchen und anhand von den Sternen wird sie euer Bild bewerten. Das bedeutet, sie gibt dem Bild einen Score und dieser Score ist nachher wichtig. Es gibt jetzt hier so einen Slider. Ihr seht, ihr könnt ihn ganz hoch und ganz runter machen. Das kommt jetzt ein bisschen auf euer Bild an. Je nachdem, wie viele Sterne in eurem Bild sichtbar sind, wenn ihr zum Beispiel Nebel in der Milchstraße aufgenommen habt, dann werden natürlich sehr viele Sterne sichtbar sein. Aber wenn ihr jetzt eine Galaxie mit 1000 mm Brennweite aufgenommen habt, werden nicht so viele Sterne wahrscheinlich sichtbar sein. Das bedeutet, ihr müsst den Slider jetzt anpassen, so dass zwischen, ich sag mal, 150 und vielleicht 400 Sterne sichtbar sind. Wenn ihr zu viele Sterne auswählt, dann kann es sein, dass es sehr lange dauert, je nachdem wie stark euer Rechner ist. Ich gehe meistens so auf 15% und dann drücke ich einfach mal hier auf Anzahl der erkannten Sterne berechnen und sehe, was dabei rauskommt. So, die Software hat jetzt 108 Sterne erkannt. Das ist okay, aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr. Das heißt, ich gehe hier runter mit dem Slider und mache nochmal Anzahl der erkannten Sterne berechnen. So, bei 7% hat sie jetzt 226 Sterne erkannt. Das ist in Ordnung, so lassen wir es jetzt. Und wenn ihr das getan habt, dann drückt ihr auf OK. Wenn ihr auf OK gedrückt habt, dann seht ihr, die Bilder werden registriert. Und die Software berechnet jetzt bei jedem einzelnen Light Frame, wie viele Sterne sie erkennen kann. Und anhand von den Sternen wird euer Bild bewertet. Also je nachdem, wie viele Sterne ihr hier jetzt ausgewählt habt pro Bild, kann das natürlich eine Weile dauern. Es kommt natürlich auch auf euren Rechner an. So, die Software ist jetzt fertig mit Registrieren. Und jetzt seht ihr hier unten, wir haben jetzt einen Score. Das ist eine Zahl, die ist bei mir so zwischen 1700 und je weiter man runtergeht bei 1100. Das Bild mit dem höchsten Score wurde am höchsten bewertet, das heißt, es hat die beste Qualität. Und das Bild mit dem niedrigsten Score hat die schlechteste Qualität. Was wir jetzt machen, ist, dass wir ganz nach unten gehen zur schlechtesten Bewertung. Und wir klicken mal auf das Bild mit der schlechtesten Bewertung. Einfach einmal draufklicken. Und dann wird es euch hier angezeigt. So, und jetzt sieht man natürlich noch nicht viel, vor allem bei mir, weil ich FITS-Files habe. Ich glaube, bei RAW kann man vielleicht noch ein bisschen mehr erkennen. Aber wenn euer Bild zu dunkel ist, dann geht ihr einfach mal hier oben, da gibt es so einen Slider, wie ihr hier sehen könnt. Ihr nehmt einfach mal das mittlere Dreieck und schiebt es nach links. Dann wird euer Bild automatisch ein bisschen heller, so wie ihr sehen könnt. Ihr könnt jetzt natürlich spielen, ihr könnt auch mal den ganz unteren Slider nehmen, ein bisschen nach oben ziehen. Das kommt jetzt natürlich wieder auf euer Bild an. Ihr spielt jetzt einfach mit dem Slider mal ein bisschen rum, bis ihr ein paar Sterne erkennen könnt. Mehr müsst ihr gar nicht machen. Und wenn ihr ein paar Sterne sehen könnt, dann seht ihr hier oben links im Bild
ist so eine Vergrößerung. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier auf den Stern gehe mit meiner Maus, dann seht ihr hier in der Vergrößerung den Stern. Und ihr merkt schon, der Stern ist nicht ganz rund. Er ist leicht eiförmig. Ich hoffe, man kann es sehen im Video, ich weiß es nicht. Und das ist der Grund, weshalb das Bild schlechter bewertet wurde als die anderen, weil die Sterne nicht ganz rund sind. Das heißt, das Bild wollen wir nicht stacken. Wir wollen ja nur die besten Bilder stacken. Denn euer Stack ist nachher nur so gut wie das schlechteste Bild. Das bedeutet, ihr geht jetzt einfach hier unten auf das Häkchen und macht das Häkchen weg. Jetzt wird das Bild nicht gestackt nachher. Es werden nur die Bilder gestackt, an denen ein Häkchen vorne dran ist. Und das macht ihr jetzt so lange, ich gehe jetzt mal auf das Bild darüber, bis ihr jedes Bild aussortiert habt, das schlecht ist. So, ich habe jetzt alle Bilder aussortiert, die schlecht sind. Bei mir waren es 3 Bilder. Es kann natürlich sein, dass es bei euch ein bisschen mehr sind oder auch weniger, vielleicht gar keins. Das ist natürlich auch in Ordnung. Und der nächste Schritt ist dann, dass ihr eure Kalibrierungsbilder ladet. Ihr solltet immer Kalibrierungsbilder machen. Das bedeutet Dark Frames, Flat Frames und Bias Frames. Dazu gibt es vielleicht mal ein extra Video, denn das ist ein Thema für sich. Jedenfalls geht ihr zum Dark Frames Laden hier oben, wie der Name schon sagt, auf Dark Frames. Klickt einmal hier drauf und dann müsst ihr wieder den Ordner suchen, in dem ihr eure Dark Frames gespeichert habt. Diese öffnet ihr dann, genau wie die Light Frames, alle markieren und auf Öffnen drücken. So, jetzt hat es alle Dark Frames geöffnet und die wählt es auch automatisch aus. Also ihr müsst dann nicht mehr auf alle auswählen gehen. Ihr seht hier unten, die hat es auch automatisch dann ausgewählt. Dasselbe macht ihr dann mit den Flat Frames. Wieder den Ordner mit euren Flat Frames suchen, alle markieren und öffnen. Und zum Schluss noch die Bias Frames, auch wieder öffnen. So, wir haben jetzt alle Light Frames und alle Kalibrierungsbilder in Deep Sky Stacker geladen. Was ihr nun macht, ist, ihr geht wieder auf ausgewählte Bilder registrieren. Und jetzt seht ihr hier unten, der Reiter ist grün geworden, weil wir unsere Kalibrierungsbilder reingeladen haben. Ihr könnt die Bilder auch ohne Kalibrierungsbilder stacken, das geht auch, aber euer Resultat ist vielleicht nicht ganz so gut, wie wenn ihr jetzt mit Kalibrierungsbilder stackt. So, und jetzt müsst ihr das Häkchen, das wir vorher rausgemacht haben, wieder setzen bei nach der Registrierung stacken, denn wir wollen die Bilder ja jetzt stacken. Und bei einem Reiter darunter könnt ihr jetzt die Prozentzahl auswählen, die ihr stacken möchtet. Wenn ihr das mit den Häkchen, das ich euch vorher gezeigt habe, nicht gemacht habt, also die Sterne angeschaut, ob sie schön rund sind oder ob eure Bilder allgemein vielleicht nicht ganz so gut sind, dann könnt ihr hier zum Beispiel 80% eingeben, dann werden nur 80% von euren Bildern gestackt. Das heißt, es sucht automatisch die besten 80% heraus und die schlechtesten 20% werden automatisch nicht gestackt. Da wir die Bilder aber schon kontrolliert haben, lassen wir hier natürlich 100% drin, denn wir wollen ja alle Bilder stacken. So, und wenn ihr das getan habt, dann geht ihr hier unten auf empfohlene Einstellungen, klickt einmal drauf. Ja, wie der Name schon sagt, hier werden euch empfohlene Einstellungen angezeigt. Wenn ihr jetzt eine Einstellung benötigt, die ihr noch nicht ausgewählt habt, dann ist wie hier unten so eine rote Schrift darüber. In diesem Fall hier habe ich jetzt 2 Einstellungen, die ich auswählen kann. Ich kann jetzt zum Beispiel das hier unten dran noch auswählen, dann wird das obere wieder abgewählt. Aber ich lasse mal das obere ausgewählt. Und es gibt dann auch Einstellungen, da könnt ihr nur 1 auswählen. Wenn ihr das noch nicht ausgewählt habt und es ist notwendig, dann wird euch, wie gesagt, die Schrift rot angezeigt. Das heißt, wenn es rot angezeigt wird, solltet ihr es auch auswählen. Wenn es jetzt wie hier in blau angezeigt wird, müsst ihr es nicht auswählen, das ist dann optional. So, und wenn ihr hier fertig seid, dann klickt ihr einfach wieder auf OK. Und dann geht ihr auf Stacking Parameter. Hier könnt ihr jetzt auswählen, wie euer Bild gestackt werden soll. Ich glaube, standardmäßig ist Mosaik ausgewählt und das ist auch das Beste, also das solltet ihr immer verwenden, Mosaik. Es gibt noch eine andere Methode, die Standardmethode. Dort wird quasi euer Referenzbild, also das Bild, was ihr ausgewählt habt in der Vorschau, als Referenzbild genommen und alles andere wird über dieses Bild drüber gestackt. Das ist aber nicht so gut, finde ich, weil viel vom Bild abgeschnitten wird. Deswegen nehme ich immer die Mosaik-Methode. Dort wird nachher einfach, wenn ihr zum Beispiel das Bild während der Nacht ein bisschen verschoben habt oder so, der Rand mitgestackt, der ist dann nachher eben schwarz oder nicht ganz so gut von der Qualität her, dann schneidet ihr aber später in der Nachbearbeitung ab. Also ich persönlich nehme immer die Mosaik-Methode, das funktioniert jedes Mal und ist eigentlich die beste Methode. Ja, es gibt noch die Schnittmengen-Methode, die braucht ihr aber auch nicht wirklich, das ist, wie gesagt, das macht ihr in der Nachbearbeitung das Bild dann kroppen. Was auch noch relativ wichtig ist, hier unten gibt es 2-mal Drizzle aktivieren und 3-mal Drizzle aktivieren. Drizzle, das bedeutet einfach, dass euer Bild nachher bei 2-mal Drizzle zum Beispiel um das Doppelte vergrößert wird. Also wenn euer Bild zum Beispiel 3000 mal 3000 Pixel hat, dann wird es nachher auf 6000 mal 6000 Pixel vergrößert.
Die Software berechnet die nicht vorhandenen Pixel anhand der darum herum verteilten Pixel. Das bedeutet, ihr bekommt nicht mehr Details, ihr verliert aber auch keine Details. Also ihr könnt euer Bild vergrößern, ohne dass ihr jetzt Details verliert. Wenn ihr jetzt auf 3x Pixel geht, dann kann es natürlich sein, dass euer Bild irgendwann mal ein bisschen verwaschen aussieht. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel euer Bild ausdrucken wollt, dann ist das gar keine schlechte Option. Also ich mache manchmal 2x Pixel aktivieren, ich lasse es aber mal weg in dem Fall. Weil das braucht auch viel Leistung, also wenn ihr das Drizzle aktiviert, dann dauert das Decken nochmal ein bisschen länger. Das kommt immer auf euren Rechner an. Was ihr jetzt auch noch machen könnt, ist hier unten diese RGB-Kanäle im Endbild ausrichten. Dann wird die Software automatisch den RGB, also Rot-Grün-Blau-Channel, übereinander legen, also an ausrichten quasi. Dass ihr das nachher in der Nachbearbeitung nicht mehr machen müsst. Ich persönlich lasse das. Ich mache das lieber in der Nachbearbeitung selbst, weil ich Angst habe, dass die Software irgendwas wegberechnet, was ich nicht weghaben will. Ihr könnt das natürlich machen, ist wieder jedem sein persönliches, wie er es gerne haben möchte, sag ich mal. Genau, und was ihr dann noch machen müsst, hier unten steht temporärer Dateiordner. Wenn die Software eure Bilder stackt, dann braucht sie natürlich Speicherplatz. Das bedeutet, ihr müsst hier eine Festplatte auswählen. Das kann jede Festplatte in eurem Computer sein, aber ich würde natürlich die schnellste Festplatte auswählen. Die muss natürlich auch ein bisschen Platz haben. Also es gibt Situationen, je nachdem wie viele Bilder ihr habt, da benötigt die Software einige 100 GB an temporärem Speicherplatz, um die Bilder zu stacken. Deswegen müsst ihr da auch vorsichtig sein, was für eine Festplatte ihr auswählt. Um diese Festplatte auszuwählen, drückt ihr hier auf die drei Punkte und dann wählt ihr einfach die Festplatte aus, die ihr gerne haben möchtet und drückt drauf OK. So, hier gibt es noch ganz, ganz viele andere Reiter, aber ich habe da noch nie irgendwas geändert und das hat immer funktioniert. Also am besten, wenn ihr euch nicht auskennt, dann lasst ihr diese Reiter einfach in Ruhe. Das ist für eure Kalibrierungsbilder unter anderem. Wenn ihr da was verändert und nachher passt irgendwas nicht mehr, dann habt ihr ein Problem. Deswegen lasst es am besten einfach so, wie es ist. Das Einzige, was wir hier oben brauchen, ist Ausgabe. Denn wir müssen den Ordner auswählen, in dem unser Bild gespeichert werden soll. Ich habe meinen Ordner jetzt hier schon ausgewählt. Wenn ihr den jetzt neu auswählt, klickt ihr einfach hier drauf. Und dann könnt ihr wie vorher bei den temporären Ordner euren Ordner auswählen, in dem euer Bild gespeichert werden soll. Und dann drückt ihr einfach wieder auf OK. So, und das waren alle Einstellungen, die wir benötigen, um die Bilder zu stacken. Das heißt, wir sind jetzt bereit und müssen hier unten einfach nur noch auf OK drücken. So, jetzt bekommt ihr nochmal eine Übersicht, ob ihr auch alle notwendigen Auswahlen getroffen habt. Wenn hier jetzt irgendwas noch rot angezeigt wird, zum Beispiel bei Darks, wenn ihr keine Darks hinzugefügt habt, dann wird das hier in rot angezeigt. Und das ist aber nicht schlimm, wenn ihr keine Darks habt, dann habt ihr halt keine Darks. Dann könnt ihr das auch so stacken, das macht nichts. Hier oben steht noch, wie viel Belichtungszeit ihr insgesamt habt. Also mit den ganzen 90 Bildern, die ich jetzt ausgewählt habe, komme ich auf 4 Stunden 30 Minuten Belichtungszeit. Und hier ganz unten steht noch, wie viel Speicherplatz der Prozess auf eurem Rechner benötigt. Das heißt, wenn hier jetzt zum Beispiel 100 GB steht und eure Festplatte hat keine 100 GB mehr, dann wird es schwierig. Bei mir braucht es nur 5 GB, das liegt daran, dass meine Bilder nicht viel Speicherplatz an sich benötigen. Wenn ihr jetzt 1000 Bilder habt mit einer Spiegelreflexkamera mit 24 Megapixel aufgenommen, dann wird hier definitiv mehr als 500 GB stehen, also dem solltet ihr auch bewusst sein. Ja, wenn hier jetzt alles soweit passt und ihr seid zufrieden, dann drückt ihr wieder auf OK. Und jetzt fängt der Computer an, eure Bilder zu stacken. Das kann jetzt eine ganze Weile dauern, je nachdem wie stark euer Rechner ist. 2000 Jahre später. So, und jetzt sind wir fertig mit dem Stacken und ihr habt jetzt direkt eine Vorschau bekommen von dem gestackten Bild. Und nicht erschrecken, dass das Bild so dunkel ist, das ist normal. Das muss natürlich erst bearbeitet werden. Ich persönlich benutze Photoshop zum Bearbeiten. Was ihr von der Software benutzt, bleibt aber euch überlassen. In der Nachbearbeitung gilt es dann, das dunkle Bild heller zu machen und die Details herauszuholen. Also das ist ganz normal, dass es hier so dunkel aussieht. Der nächste Schritt wäre jetzt das TIFF-File, also das wird als 32-Bit-TIFF-File abgespeichert, in dem Ordner, den ihr ausgewählt habt, mit eurer Nachbearbeitungssoftware zu öffnen, in ein 16-Bit-TIFF umzuwandeln und dann zu bearbeiten. Aber das ist wieder ein Thema für ein anderes Video. Das war das Tutorial für Deep Sky Stacker. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ich hoffe, es hat euch geholfen. Und falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir doch gerne einen Kommentar. Ich versuche natürlich jedes Kommentar zu beantworten und euch so gut wie möglich zu helfen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da. Und wie gesagt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal und viele klare Nächte wünscht euch euer Patrick. Ciao. Die Software berechnet dann automatisch die Pixel, die
quasi zwischen reingesetzt werden. Die Software berechnet dann quasi die Pixel, die zwischen reingesetzt werden, anhand von den Pixeln, die umher. Die Software berechnet die Pixel anhand von den Pixeln, die. Die Software berechnet die nicht vorhandenen Pixeln. Die Software berechnet die Pixel anhand den darum herum verteilten Pixeln. Die Software berechnet die Pixel. Die Software berechnet die Pixel.